Ja, Exafind aus dem letzten Playtest oder wie ich es liebend gerne nenne, es war einfach eine Open Beta, sind wir hier wieder mit einer schönen Waffe. Wir haben hier die doppelläufige Schrotflinte. Schön sage ich jetzt noch, aber ich bin kein großer Fan gewesen tatsächlich davon. Zwei Schuss sind mir immer ein bisschen zu wenig für eine Shotgun. In vielen Spielen reicht es, aber hier habe ich das Gefühl, die Shotguns könnten ruhig etwas stärker sein. Ich habe so immer das Gefühl, dass die in Exafind nicht so diesen Wumms haben, wie man ihn zum Beispiel aus den Battlefield- oder COD-Games kennt. Ich finde, die haben immer so ein bisschen weniger Wumms hier, die Schrotflinten. Manchmal machen die gar keinen Schaden, manchmal wanted-est du denn. Es ist sehr... Es fühlt sich so ein bisschen an wie in Hand-Showdown. Da hast du manchmal das Gefühl, du, obwohl er genau vor dir stand, dass du ihn einfach nicht Schaden verursacht hast. Oder du wanted-est ihn. Eins von beiden. Manchmal einfach gar kein Damage, manchmal etwas Damage. Also das heißt also, wahrscheinlich werden hier die einzelnen Pellets berechnet und die machen unterschiedlichen Damage. Bei COD hatte ich immer das Gefühl, dass das nicht ganz so der Fall war, dass die Pellets per se berechnet werden. Oder die Pellets waren einfach sehr tight zusammen immer. Aber an sich, sonst, wenn sie jemanden erledigt, dann ist es eine super Schrotflinte. Wenn man halt nicht jemanden erledigt, selbst mit kurzer Distanz zwei gute Treffer, dann haut man nochmal drauf, aber mal ganz ehrlich, man sieht hier häufig in einem Nahbereich, ich bin relativ gut drauf, auf den Gegnern relativ gut drauf und die Gegner stehen noch, deswegen, ich bin mir noch nicht ganz sicher, wie gut das läuft. Da hat man gerade gesehen an der Damage-Markierung, dass jeder Pellet wirklich seinen eigenen Damage macht. Ich glaube 10 Damage war das, ich bin mir nicht sicher, oder ob es nur auf der Range halt 10 Damage waren. Das wären denn eine gute Frage, wie viele Pellets denn überhaupt geschossen werden. Da habe ich voll veraimt, hat leider nicht so gut geklappt, aber hey. Das hatte Style, rüberspringen, abschießen. Aber 4 kann man, oh 15 Damage, okay. 4 kann man aber tatsächlich zur Doppelflinte nicht sagen, es ist eine solide Doppelflinte. Wenn man jemanden one-hitted oder two-hitted. Wenn man danach leer ist, dann hat man ein Problem. Leider ist die Reichweite in meinen Ansichten zu klein und zu gering. Die hätte größer sein müssen. Wir haben ja auch leider keine andere Munition, sowas wie Slug oder so. Dass wir feste Kugeln verschießen für die Range, ist nicht so. Eine abgesägte Version habe ich jetzt auch, glaube ich, nicht gesehen. Eine abgesägte wäre auch lustig gewesen. Keine Ahnung, was der Boni davon wäre. Vielleicht ein bisschen schnelleres Movement, dafür mehr Streuung. Aber naja, haben wir nicht. Aber das war's dann hier mit dieser Doppelflinte, eurem Skill. Danke fürs Zusehen. Ciao, ciao. Wechseln das Magazin! Überfallen. Das ist ein Sieg. Gut gemacht.